Ist aber auch echt immer extrem viel los in der Bude. Aber das setzt sich ja gleich, glaube ich, erstmal wieder zurück in ein bisschen Ruhe. Wenn ich jetzt hier einfach mal... Ah, die nächsten Lade. Ich werde diesen Uruks das Licht aufzwingen. Sie werden ihre Häuptlinge verlassen. Und damit auch Sauron. Alle werden mir dienen. Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Er hat ihn tot. Es wird ihm reicht, wenn er sein Schwert nicht schneller ziehen kann. Schleicht er ihn. Schlagt ihn von der Seite! Als wäre er einfach aus dem Nichts erschienen. Die Gleichung. Ich hoffe, das wird jetzt auch eine Sache werden, ein Durchmarsch. Ausgesetzt, man kommt hier auch mal weiter. Die Garnison hat alles. Alles muss zuerst dort vorbei. Eines Tages wird der dunkle Herrscher auf mich herabblicken. Und ich werde bereit sein, seine Feinde zu zerschmettern. Verkauft. Jetzt steht da auch noch so ein Häuptlingenhansel. Da will ich nicht hin, glaube ich. So, noch einen, das sollte ich ja wohl schaffen. Nächstes Mal jedenfalls. So, jetzt kommt der Plünderer. Aufstand ist ein Witz! Stell dich uns! Stell dich deinem Ende! Das sind zufällig alle Karagor. Ja, so ist richtig. Hätte ich den mal nicht gerufen. Das ist natürlich jetzt richtig geil. Alle hassen Karagor. Dann kann ich noch ein paar rufen, ne, wenn sie so sie hassen. Los, komm weiter! Hast meinen Wächter getötet! Er steht auch einfach im Weg rum und da steht der andere sich wieder davor. Oh, jetzt muss ich einfach nur noch zu ihm hinkommen und dann bitte nicht in diese Richtung, da wollte ich überhaupt nicht hingehen. Einfach da weiter, danke. Oh, ey, das ist sowas von ätzend. Du denn musst,
Aber Dreck wie dir werde ich niemals dienen. Sauron wird dein Gefolge leiden lassen. Ja. Kannst du es dir jetzt nur nicht aussuchen, mein Lieber. Jetzt gehörst du dann mir. Was ich mir ein bisschen aufrege ab und zu, das tut mir sehr leid. Das ist halt ein emotionales Spiel, so wie Schach oder Skat. Da kann man schon mal ein bisschen rumschreien oder seine Partner, Spielpartner abstechen. Du wirst zu dem werden, das du zu zerstören suchst. Macht für mich nur in die Dunkelheit. Ich dachte mir, dass ich das vielleicht als nächstes Mal mache. Das Licht Zeit haben wir ja noch. Uns wird das Land des Schattens wieder erhellen. Aha, bevor sie entkommen. Okay. Ich habe noch nie jemanden einen Karagor so schnell erlegen sehen. Wie ist der Hauptmann der Jäger getan hat. Es ist so wahr. Was ist das denn hier? Sicherlich. Nein! Jetzt geh doch bitte weiter. Oh, ey, das ist doch nicht wahr jetzt hier, oder? Mann. Was kriegt den Arsch da oben auch nicht mehr hin? Ich weiß ja nicht, was wo jetzt entkommen, also wo sie dann hin müssten. Bis sie entkommen, als entkommen gelten. Oder zählen. Wahrscheinlich jetzt gleich, so da oben schon. Keine Ahnung. Eider aus. Oh, da war erst gerade einer. Ich hab ihn fast. Es sind da hinten noch welche. Die ich im Moment nicht sehe. Und ich bin schon wieder fast tot, ne? Ist auch ein weiter Weg hier immer. Nach oben, nach unten, überall hin. Zwei Stück. Ah, jetzt ist da wieder was vor. Hätte ich sie nicht einfach töten können. Da komme ich nicht mit. Die Pfeile sind aus. Aber das schaffe ich noch. Komm. Der Hammer hat sich bestimmt freiwillig vom Grab wandern. Unterwirf dich! Was soll ich jetzt machen? Du bist tot. Der Gott ist... Also die haben wirklich super Arbeit hier geleistet, muss ich ganz ehrlich sagen. Was für ein Add-on. Gut, dass ich das alles schon gratis mitbekomme. Jetzt hierfür noch Geld ausgegeben hätte, meine Liebe. Meine Zeit. Hätte ich mich, glaube ich, so ein bisschen aufgeregt. Aber das ist vielleicht, nur vielleicht. Das ist nicht umsonst, das ist natürlich kostenpflichtig. Ich weiß nicht, was es kostet. Ich habe es auf jeden Fall umsonst bekommen. Also kostenlos. Und das, wie gesagt, wäre auch sehr ärgerlich gewesen, wenn es anders wäre. Denn das ist hier doch schon eine sehr anstrengende, nervige Scheiße.
jetzt mal vorsichtig formulieren darf. So, das, den habe ich, glaube ich, ja auch schon versucht und habe ich nicht geschafft, ne? Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das in diesem Part schaffe. Also, wie gesagt, es sind ja einige tolle Fähigkeiten dabei. Was das normalerweise kostet, der unterschiedlich ist. Irgendwie so zwischen 2 und 10 Euro, je nach Größe, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was die ganzen letzten DLCs gekostet haben. Zum Beispiel diese Bestienmeister-Dinger da. Habe ich ja Gott sei Dank alles kostenlos bekommen. Sonst auch das Meister der Bestien wäre schon sehr, sehr scheiße und ärgerlich gewesen. Denn das ist wirklich noch, ich würde sagen, vielleicht sogar dafür, dass es sich lohnt, also von wie umfangreich es ist, ist das wirklich das Meister der Bestien schon ziemlich beschissen. Dass da alles an Neuerungen dazugekommen ist, ist eigentlich nicht lohnenswert. Das hier ist wenigstens so ein bisschen was dazugekommen. Kann ja Gott sei Dank jeder selbst entscheiden, ob er das alles möchte oder nicht. Also ich hätte es wirklich jetzt nicht gekauft. Ne? Dafür lohnt es sich wirklich nicht. Man hat einfach ja auch so in dem Sinne nicht wirklich viel Neues. Ne? Ah ja, weil ich jetzt ja ihn schon mal angegriffen hatte und verloren habe, muss ich die ganze Aufgabe nicht nochmal machen. Das ist wenigstens fair. Fair und ehrlich. Das ist Alador! Blut für den Dunkel. Das mit dem Ring ist schon wirklich gut. Also hätte ich das mal vorher gewusst. Dass das so viel ausmacht. Warum er da das Messer wieder zieht, das Schwert, weiß ich nicht. Und dann diese lange Wartezeit. Nichts mehr sehen. Hast du endlich den Mut zum Kampf gefunden? So, da gibt es wenigstens ein bisschen Energie für mich dazu. Ich sehe wieder gar nichts.
bisschen Energie, deswegen habe ich ihn jetzt geköpft. Fuck, jetzt geh doch! Oh, ist das scheiße, das Spiel echt. Ich kann's nicht. Ich kann es auch nicht. Oh Mann! Das gibt's nicht! Oh Leute, komm, jetzt ist aber auch mal gut hier. Jetzt geh halt! Was für ein Scheiß, echt. Ich sollte meinen Blutdruck schonen und irgendwas spielen wie... Weil sie nicht mit einer heißen Nadel programmiert haben. Spitzenöhrchen nur noch fleischiger Brei sind. Wie zum Henker. Wieso guckst du dir das eigentlich noch an? Du müsstest doch schon längst weg sein. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin alleine hier und dann guckst du dir das noch an, wie ich versage. Jetzt schalt doch endlich ab. Boah, wie mich das aufregt, dieses Spiel. Deine Macht ist jetzt an den einen gebunden. Es ist noch beschissener geworden. Er ist dein Verderb und wird dich zum Unleben verdammen, bis er in den Feuern des Schicksalsberges zerstört wird. Ja, ich find's auch super. Jetzt aber wirklich einen schönen Abend, ne? Mach's gut, ich liebe dich. Wir sehen uns, ich befürchte es auch, ja. Deswegen sind die anderen tot. Dann war die ganze Arbeit ja nicht umsonst. Du kannst es dir auch später bei YouTube angucken. Da wird es ja hochgeladen sein. Er hat doch gerade bei ihm angefangen. Er macht doch auch weiter da. Oh, ist doch zu lange. Oh, yes. Hast du vergessen, wie oft ich dich schon getötet habe? Ich helfe dir auf die Sprünge. Ja, er ist auch... Ah, übrigens... Ah, nee, doch nicht. Er hat das Feuer doch entzündet. Schön. Das hier wieder richtig annervt. Warum eigentlich? Es ist immer nur ein Computerspiel. Es ist nur ein elendes... Was ist das denn? Achso, voll. Okay, gut. Da werde ich ja nichts gesagt haben. Und sie greifen alle mich an. Es sind 500... von meinen Leuten da drumherum und ich werde hier attackiert. Was für ein Spiel. Wo bleibt da der Sinn? Na gut, hinterfrage niemals Spiellogik. Das kennen wir ja schon aus Spielen wie... Ich weiß es nicht.
alle. Jetzt springen bitte! Das macht es auch nicht. Oh nein, nein! Nein! Oh, jetzt kommt da wieder einer angeschissen. Oh nein! Ich hab's geschafft, oder? Hab ich's geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Oh Gott sei Dank. God bless America. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss für heute aufhören. Mein Blutdruck ist einfach... Das geht nicht mehr. Der psychische Druck, ich halte es nicht mehr aus. Du hast es doch auch gehört. Gib's doch zu. Nichts als... Du kannst dich meiner Macht nicht entziehen, silberne Hand. Ich kann deinen Zorn spüren. Deinen Hass. Deinen Stolz. Deine Flammen nähren nichts als die Finsternis. Du kennst keine wahre Macht, Sauron. Das Licht wird immer obsiegen. Und alle, die sich ihm widersetzen, werden brennen.